Hallihallo, eine weitere Episode meiner Assembler-Programmierung. In dieser Episode wird das letzte Mal noch nicht programmiert. Ich weiß, ihr seid alle heiß drauf. Ich verspreche euch, in der nächsten Episode wird das erste Mal programmiert. Aber in dieser Episode muss ich euch nochmal was erklären, wo absolut unvermeidlich ist bei der Assembler-Programmierung, damit man das zunächst mal versteht. Zunächst mal, wo können wir überhaupt Sachen abspeichern? Es gibt im Prinzip drei Sachen, nämlich die Festplatte. Ja, das wäre dann sozusagen das langsamste von allen. Dann gibt es einen RAM. Beim RAM werden normalerweise die ganzen Variablen abgespeichert, die wir so haben. Also wenn wir in Java zum Beispiel int k machen oder weiß was ich, dann wird das Ganze im RAM abgespeichert. Aber es gibt auch noch was Drittes. Also wie gesagt, das ist grob vereinfacht hier. Es gibt theoretisch da auch nochmal Unterteilungen und so weiter. Aber das schnellste von allen sind die sogenannten Register. Die Register könnt ihr euch vorstellen wie Speicherplätze, die direkt bei der CPU liegen. Also direkt da, wo eigentlich gerechnet wird. Deswegen ist das Ganze auch so unfassbar schnell im Vergleich zum RAM oder zu der Festplatte. Nachteil von den Registern ist allerdings, dass es nur sehr, sehr wenig Platz hat, weil die eben sehr, sehr teuer sind zu bauen im Vergleich zum RAM. Und Festplatten sind dann nochmal günstiger als der RAM, deswegen ja, kann man bei der Festplatte viel mehr abspeichern als nochmal auf dem RAM, aber das ist, darum geht es jetzt nicht. Primär ist, dass ihr wisst, dass es Register gibt. Das sind Speicherstellen, die bei der CPU liegen direkt. Und da können wir uns nicht neue definieren, sondern wir können nur vordefinierte Register nehmen. Also ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, als würdet ihr beim Programmieren nur auf Variablen zugreifen können, die bereits einen Namen haben vom Programm selbst. Später machen wir auch nochmal wirklich richtige Variablen. Also das, was wir hier arbeiten, das sind keine Variablen, das ist jetzt nur ein Vergleich. Die werden dann auch im RAM abgespeichert, die Variablen, die wir später machen. Aber die Register, die sind eben wirklich die Register, die direkt neben der CPU hocken. Und da gibt es diese. Das sieht jetzt zunächst mal sehr, sehr unübersichtlich aus. Ich weiß, also lasst euch davon bitte nicht erschlagen. Für uns wichtig sind bei diesen Registern zunächst mal nur die vier da oben. Diese vier da oben, die heißen AX, BX, CX, DX. Also jeweils A, B, C, D und dann hinter da noch ein X jeweils. Das sind unsere Speicherplätze, wo wir Sachen reinspeichern können. Zunächst mal die einzigen, die wir haben. Später lernen wir dann noch Variablen kennen. Aber das sind zunächst mal die einzigen Speicherplätze, die wir brauchen zum Programmieren. Relativ früh werden wir hier auch noch auf das Data-Segment, also dieses Register hier, zu sprechen kommen. Nacheinander komme ich übrigens auf alle zu sprechen. Also alle haben hier irgendeine Bedeutung und so weiter. Aber zunächst mal sind wirklich nur die vier da oben wichtig. Und dann relativ schnell bei einer anderen Episode auch noch das Data-Segment hier. Aber alles zu seiner Zeit. Für uns, wie gesagt, nur diese vier da oben. Diese vier Register können jeweils 2 Byte abspeichern. Also mit anderen Worten, 2 mal 8 Bit, also 16 Bit. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Also in AX können wir das Byte 0010, 1101 und dann eben noch dieses Byte hier abspeichern. Also 2 Byte passen in AX rein, 2 Byte passen in BX rein, 2 Byte in CX und 2 Byte in DX. Jeweils eben eine Speichergröße von 2 Byte an der Stelle. Jetzt braucht man nicht für alles 2 Byte, sondern man braucht zum Beispiel nur mal ein Byte. Also wenn wir nur eine Zahl abspeichern wollen, zwischen 0 und 255 zum Beispiel, dann brauchen wir nicht ein komplettes Register dafür. Also wir brauchen nicht komplett AX dafür, sondern brauchen zum Beispiel nur das erste Byte von unserem AX. Und da können wir auch drauf zugreifen. Und zwar unterteilt sich jeweils AX, BX, CX und DX jeweils in das hohe Byte, also das erste Byte, und das niedrige Byte, also das Low Byte an der Stelle. Und so können wir dann auch drauf zugreifen. Wir können direkt, statt eine Zahl abzuspeichern in AX, die eben 2 Byte lang sein kann, können wir auch eine 1 Byte lange Zahl in AH, also A High, abspeichern und eine andere 1 Bit lange Zahl, 1 Byte, sorry, 1 Byte lange Zahl in AL. Das Ganze geht auch noch mit B, C und D, also B High und B Low, C High und C Low und D High und D Low. Wichtig ist, dass ihr hier versteht, wenn wir hier eine Zahl abspeichern in AH, dann verändert sich natürlich direkt auch der Wert von AX, ja, weil eben die
das obere Byte von AX hier auch dadurch überschrieben wird. Das müssen wir beim Programmieren darauf achten, wie wir mit den jeweiligen Daten eben umgehen. Lesen wir immer nur AH und AL oder lesen wir komplett AX? Wenn wir nur AH und AL jeweils lesen und an einer anderen Stelle AX, dann ist AX dementsprechend eben verändert, was wir vorher in AH und AL reingeschrieben haben. So unterteilt sich so ein Register eben nochmal in zwei Unterregister, so kann man sich es vorstellen, eben in das High und das Low Byte. Jetzt, wie gesagt, kann man hier die ganzen Sachen so abspeichern. Das ist aber bei der Programmierung, da will man, weiß Gott, beim Assembler immer noch nicht dieses 0, 0, 1, 0, 1 und so weiter abspeichern, sondern man könnte es theoretisch auch in Dezimalzahlen, also in ganz normalen Zahlen, die wir kennen, abspeichern. Beim Assembler-Programmieren hat sich aber eingebürgert, dass man ganz gerne das Ganze in Hexadezimalzahlen abspeichert. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Das wäre eine Hexadezimalzahl. Ja? Und so kann man dann eben, in dem Fall wäre der Wert von AX in Hexadezimal 2DE1, was in Dezimal, also ganz normalen Zahlen, entspricht 11.745. Und in AH wäre der Wert 2D, was einer 45 entspricht, und in AL wäre ein E1 abgespeichert, was 225 entspricht. Also AX, hier sehen wir oben, ist das komplette 2DE1, AH ist 2D und AL ist E1. Zu Hexadezimal komme ich gleich noch. Also wenn ihr das hier jetzt noch nicht ganz versteht, das hier ist im Prinzip einfach nur eine Zahl. Also 2D ist eine Zahl und E1 ist eine Zahl. Wie man das Ganze liest, dazu komme ich gleich. Und zwar direkt jetzt, genau. Für diejenigen, die Hexadezimal sich damit schon komplett auskennen, könnt ihr jetzt wirklich schon direkt zum nächsten Video springen. Es kommt in diesem Video nichts mehr außer der Erklärung von Hexadezimal. Hexadezimal. Beim normalen Zahlensystem haben wir ja 10 unterschiedliche Zahlen. Ja. 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 9 sind 10 unterschiedliche Zahlen. Bei Hexadezimal funktioniert das Ganze eigentlich genau gleich, nur haben wir da nicht 10 unterschiedliche Zahlen, sondern 16 unterschiedliche Zahlen. Und zwar lauten die eben so 0, 1, 2, 3, 4, bis zu 9. Und dann geht es weiter mit A, B, C, D, E, F. So würde eine Stelle, das sind die möglichen Werte für eine Stelle im hexadezimalen System. In dem Fall wäre dann zum Beispiel ein A in Hexadezimal umgerechnet in unser normales Zahlensystem eben eine 10. Ein B wäre eine 11, C wäre eine 12, D wäre eine 13, E wäre eine 14 und F eine 15. Ja, so einfach, im Prinzip zählt es einfach so weiter. Jetzt kann man zum Beispiel hier, wenn ich nochmal zurückgehe, hier, wie rechne ich 0010 und 1101 um in 2D? Gucken wir uns zunächst mal die ersten vier Bit an und rechnen die in Hexadezimal um. Das kommt dann eine 2 raus. Und die zweiten vier Bit, 1101, da kommt dann ein D raus. In dem Fall. Und das mache ich einfach mal mit zum Beispiel 4-Bit 1010. Das rechnet man aus mit 2 hoch 3 mal die erste Stelle, das ist hier eine 1, plus 2 hoch 2 mal die zweite Stelle, das ist hier eine 0, plus 2 hoch 1 mal die dritte Stelle, das ist die hier, plus 2 hoch 0 mal die letzte Stelle. Also mit anderen Worten, 2 hoch 3 mal 1 gibt 8, 2 hoch 2 würde 4 ergeben, aber mal 0 gibt 0. 2 hoch 1 gibt 2, mal 1 gibt 2. Und 2 hoch 0 gibt 1, mal 0 gibt 0. Und so rechnet man das aus. Das ist dann 8 plus 0 plus 2 plus 0. Das wäre dann 10 im dezimalen, also ganz normalen Zahlensystem, wäre das eine 10. Oder in Hexadezimal wäre das dann eben ein A in dem Fall. Das kann man hier oben einfach nachgucken. Was ist die 10? Zählt man einfach durch 0, 1, 2, 3 bis 9, dann hier die 10, okay, 10 ist eine A. Kann man so einfach ablesen. Und zwar haben wir dann 4 Bit, das wäre hier in dem Fall, hier diese 4 Bit habe ich umgerechnet in Hexadezimal und schreibe hier einfach ein A hin. Und dann kommen die nächsten 4 Bit, 1, 1, 1, 1, die kann ich auch so auf die genau gleiche Art und Weise in Hexadezimal umrechnen und habe dann einfach ein F. Das ist also wichtig, solche hexadezimalen Sachen, die sind einfach nur
eine andere Schreibweise fürs Binäre im Prinzip, damit man eben nicht ausführlich 0010 schreiben muss, sondern einfach nur eine 2 schreiben kann. Das ist einfach viermal schneller hingetippt, sozusagen. Gut, das war's zu dieser Episode, zu den Registern und so weiter. Wie gesagt, dieses Wissen ist absolut notwendig, um überhaupt irgendwas programmieren zu können mit einem Assembler. In der nächsten Episode wird jetzt das erste Mal wirklich richtig mal programmiert. Da hoffe ich, dass möglichst viele von euch dabei sind. Bis dann!